Schauen wir uns das nochmal an. Das Ding. Läuftest du ihn wieder? Ja, er läuft wieder. Mein Stream hat noch ein bisschen Delay. So. Puh, ja. Also können wir tauschen. So, als ob ich. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so. Das würde dem Koch wohl auch. Wie kommen wir da rein? Das musst du auch den Weg geben. Wackelpudding. Jetzt haben wir alles quer durcheinander gestopst. Du musst jetzt schon die Lösung rausfinden, ohne irgendwie mal. Ich kann mich dran erinnern, dass wir da mal in den. Durch den Wagen rein konnten und dann das dadurch. Dann das in Erfahrung bringen konnten. Tja. Also. Tja. Eine Komplettlösung steht auch drin. Geht in die Küche und versteckt euch unter dem Speisewagen. Ja, das geht ja nicht. Nachdem ihr euch den Speiseplan genau angeschaut habt, werdet ihr in den Speisesaal transportiert und klettert unter den Tisch. Das, wir müssen den Koch erst noch loswerden. Und wie das? Ja. Da hilft mir nicht mehr die komplette Summe weiter. Dann werden wir den Koch los. Trolle steht bereits im Essen. Das ist ja. Entner studiert den Speiseplan und dann versteckt sich im Trolley. Wollen wir das versuchen?
Das könnte klappen. Der Koch. Ach, verarsch mich nicht. Nicht benutzen, nicht nehmen, den. Ich hab die vergessen. Okay, jetzt sind wir hier. Du wärst, Schade. Ich komme nicht durch den Schuh. Sonst hätte das ein großes Hallo gegeben. Ja, der Bienenmann hat keine Schuhe. Können wir den irgendwie. Können wir irgendjemanden pieksen? Die gute alte Schnürsenkel zusammen, Knotennummer. Das wird sich ja wenig stören. Wie gut. Hey. Psst. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Aha. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ist gut. Bis dann. Okay. Sorry. So, wie finden wir jetzt heraus, was die essen hey. Wollen? Ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ist gut. Bis dann. Okay, mit den Essen, mit den Reden können wir nicht. Ich glaube, das läuft über den schmerzhaften Weg, über den. Ricky den Plan umzumodeln. Okay, versuchen wir es mal so. Momentan scheint ja alles super zu sein. Geh mal Peter den Brei. Mutti, Mutti, Kartoffeln, Hähnchen, Adrian. Das ist ein Bienenmann. Okay. Machen wir mal die Kombi. Das könnte klappen, der. Okay, ist irgendwas passiert. Okay, er hat jetzt das Hühnchen. Ist noch nicht sonderlich viel passiert. Marlin hat das Hähnchen. Man den Brei. Das mal Trial and Error. Damit. Das könnte klappen, der. Okay. Wenn wir nur wüssten, auf. Okay, er ist. Okay, Peter ist auf jeden Fall nicht zufrieden. Der stochert damit. Stochert da drin rum im Essen. Okay, Peter ist nicht zufrieden. Wann ist Peter schon mal zufrieden? Okay, Peter die Klöße, das soll so bleiben.
kriegen wir eine Kartoffel. Für Adrian. Das könnte klappen. Der Koch guckt. Okay, du bist auf Peter Essen. Gibt's jetzt nichts, was da irgendwie... Okay. Können wir Beamern in den Fuß stoppen? Mit Keule passiert da nicht viel. Was ist mit dem Bienenmann? Mit dem Hähnchen passiert da nicht viel. Kartoffeln geben. Den dann in den Fußstich auch stochern. Aha. Essensschlacht! Ja, die Kartoffeln sind... Sehr schön. Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Habe ich gut erkannt. Die Kartoffeln sind vom... Wir brauchten gar nicht groß viel umlegen. Das Einzige, was passieren musste, ist, dass die Kartoffeln von dem Bienenmann... Der hat durch den Schmerz, den wir mit dem Messer in den Fuß gerammt haben, hat die Kartoffeln flippen lassen und die mussten nur irgendwie bei, die sind dadurch, ich weiß nicht, da müssen wir irgendwie hinkriegen, dass der Teller frei genug ist, dass das bei dem, beim Adrian auf dem Teller landet. Dadurch ist er dann, dadurch ist der Bienenmann das dann darauf hingehauen hat, hat es geklappt. Ich gehe da lieber nicht mehr rein. Da drin ist jetzt die Hölle los. Oh ja. Ich gehe da drin. Essensschlacht. So, dann haben wir die jetzt draußen. Könnt ihr jetzt mal den Wagenheber machen? Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Na sicher. Den haben wir hier. Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Wir kommen sowieso nicht weit mit dem Auto. Okay. Auto fährt. Da bin ich wieder. Was sollte ich... Der Motor läuft. Soweit, so gut. Und einen Ersatzreifen haben wir auch. Damit fehlt nur noch das Haupttor. Viel Glück. Okay. Ich mach mich da. Das wollte. Ich hab da schon mal so eine Idee. Das Haupttor. Das kriegen wir hin. Das ist nicht die schwerste Lösung. So, wir müssen uns hier in den Schrank reinschleichen. Wer ist da? Na warte! Dich krieg ich! Hey! Wo bist du hin? Der Zug mit uns. Und... Wir haben eine Schere. Das Kabel. Gute Idee, aber noch nicht. Noch ist das Tor nicht auf. Oha. Oh nein. Verdammt. Hey, wie bist du? Marsch! Okay, wir müssen erst das Tor aufmachen. Dann den Weg zurück abschneiden, damit er nicht mehr.
Wer ist da? Na warte! Dich kriege ich! Dass ich was zumachen kann. Hey! Wo bist du hin? Nach oben. Und jetzt schnell. Anzeige. Oh nein, er kommt. Okay, was sollen wir denn machen? Hey, wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel an. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Marsch! Und lass. Und den Schläger um den Kopf ziehen oder so. Der gute alte Polo-Schläger ist doch mal der beste. Wer ist da? Na warte! Dich krieg ich! Ich versuch's mal. Dann jetzt von hinten. Hey! Wo bist du hin? Da runter? Jetzt? Dann erwischt. Okay, können wir jetzt irgendwie. Keine Zeit rum. Ja, was denn? Oh nein, Hey, wie bist du am Spiel? Wie Marsch, können wir Zeug, jetzt das verdammte Schloss öffnen? Ich kenne mich hier natürlich nicht aus. Wer ist da? Ich glaube, wir müssen ihn irgendwie ausschalten. Einen Knopf drücken oder so. Hey, wo bist du? Keine Zeit, Keine Zeit, oh nein. Hey, da, wie bist du an mir vorbei? Spiel an. Das muss doch hier. Marsch, Zeug und lass. Okay, vielleicht können wir sowas sehen. Stunden später. Wer ist da? Na warte! Hey, wo bist du? Grüner Knopf. Ich sollte noch irgendwas tun, damit der Wächter das Tor nicht gleich wieder schließt. Da habe ich eine Idee. Hey, was hast du getan? Raus hier! Ich hoffe, es hat geklappt. Ah ja. Sehr schön. Mülko steht davor. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben. Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Hurra. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Freiheit. Die Garage. Was ist hier los? Was? Hier ist ja gar keiner. Ach du Schande. Verflucht. Ist ja toll. In dem Doktors. Das Doktors. Und worum auch, soll's jetzt gehen? Freiheit. Rio de Janeiro. Wir sind raus aus der Anstalt. Das Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Na toll. Hat niemand gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall.
Harvey? Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frotte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Und schon früher schaltet Ausbrecherin. Nein, wir müssen unseren Metall verloren, Ketchup und so weiter. Nein. Tja, hat niemand gefragt, ob der Schlüsselmeister fahren kann. Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Aus den Angeln, aus dem Sinn. In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Stichwort Unfallrekonstruktion. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Können wir trotzdem irgendwie... Ich habe diesen Unfall überlebt und alles, was ich bekam, war dieses Schleudertrauma. Gib mir saures Yippie! Ich will mir meine Stiftspitze nicht an ihre... Ich will mir mein... Jetzt... Gut. Uferweg. Dann gehen wir erstmal hier zum Tümpel runter. Aber wir sind frei. Wir sind im Kommen der Anstalt. Huhu! Wenn dort unten jemand mit einem Betonklotz an den Füßen ist, will ich es nicht wissen. Ich bin bei der Gesellenprüfung zum Wasserträger durchgefallen. Brr, ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Tja, was meinst du, Harvey? Damit es gleich viel weniger zum Ausprobieren. Schau nur, wo wir gelandet sind, Harvey. Es ist nass, es ist sumpfig, es ist allemal besser als die Anstalt. Auf jeden Fall. Ich behalte den Poloschläger lieber griffbereit. Vielleicht wohnt ein unheimliches Sumpfding in diesem Modderloch. Hoffentlich spielt es auch so gerne Polo. Ich behalte den Stift lieber. Die Bewohner dieses Sumpfloches können bestimmt eh nicht schreiben. Und ihr Vokabular besteht auch nur aus Gutturallauten. Ich fühle mich, als könnte ich den ganzen Sumpf auffeudeln. Dafür bräuchte ich allerdings mindestens noch einen dritten Topflappen. Wir sollten uns sofort auf die Suche machen. Ja. Ich behalte die Zickzack. Ich wette, die Bewohner dieses Sumpflochs haben auch so genug Zacken. Mein Kalligrafietrainer sagt, Sümpfe zu signieren verdirbt die Handschrift. Aha. Mein Kalligrafietrainer... Gute Idee. Ein Eimer Sumpf wird bestimmt nützlich sein. Nanu? Das ist ja gar kein echter Sumpf. Es ist nur eine sumpfförmige Scheibe, die in den Boden gesteckt wurde. Oh je. Verfluchte 2D-Grafik. Mit 3D-Hintergründen wäre das nicht passiert. Tja. Genau. Ich werfe einfach so meinen goldenen Schlüssel ins Moor. Geht's noch? Da müssen wir aber gleich nochmal... Das klappt so nicht. Im Inventar. Ah, lecker. Dieses Geräusch. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren ans Steuer setzt. Tja. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Natürlich. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns.
bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher.